Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Schröders Nebenwerte-Watchlist, natürlich mit Michael Schröder. Da bist du, hallo. Grüß dich. Fünf Werte hast du uns mitgebracht aus verschiedenen Bereichen, Sektoren. Wir starten mit Warta in die Sendung. Wir sehen es hier gerade noch so, das Allzeithoch, vergangenen Januar, der Short Squeeze. Da waren wir bei 181. Wenn wir jetzt auf deine Seite des Charts blicken, wir sind unter die 100 jetzt mittlerweile. Ja, gerutscht. Wir haben, du hast gesagt, vor einem Jahr viele Startschuss für den Short Squeeze, ging es hoch bis 100, über 180 Euro. Ja, jetzt 12 Monate später hat sich in der fundamentalen Situation relativ wenig verändert, aber wir haben jetzt das Verkaufssignal mit dem Bruch der Unterstützungszone zwischen 99 und 105 Euro. Müssen wir mal schauen, wie sich das kurzfristig, also tatsächlich im Tagesverlauf verhält. Wir alle wissen, das Marktumfeld ist sehr angespannt, Technologieaktien nicht wirklich gefragt, werden in Amerika und damit natürlich auch wie immer in Deutschland im großen Stil aus den Depots gedreht. Da muss man natürlich aufpassen, weil es gibt auch Technologiewerte mit einer interessanten Story, profitabel sind und so weiter. So auch Warta, weil ich bin immer noch relativ zuversichtlich, dass wir hier dann zum Ende des Jahres vielleicht wieder höher stehen. Das ist jetzt im Moment aber noch uninteressant. Interessant ist, dass bei Warta erstmal bis März offiziell zahlentechnisch wenig Newsflow geben wird. Fürs Frühjahr hat der Vorstand neue Details oder weitere Details für die geplante E-Offensive in Aussicht gestellt. Ist alles noch ein bisschen hin. Die gesenkten Prognosen sollte der Konzern eigentlich aus unserer Sicht erreicht haben. Aber wie gesagt, charttechnisch extrem angeschlagen. Gut möglich, dass sich hier der ein oder andere, ich will jetzt nicht sagen, dass die Shortseller jetzt auf diesen Zug aufspringen, aber dass der ein oder andere eben an dieser Marke auch, wenn es nachhaltig unter der 100 Euro bleibt, die Aktie verkauft. Analystenziele haben wir auch schon thematisiert, reichen runter bis in den Bereich um 80, gehen aber auch in den 100er Bereich. Also es ist eine sehr spannende Situation. Man muss das genau beobachten und aus meiner Sicht stand jetzt diese Rücksetzer Richtung 90 Euro mit Weitblick zum Aufbau einer ersten Position nutzen. Wenn man schon investiert ist, dann muss man jetzt einfach das aushalten? Oder? Wenn man, ich sag mal, meinen Ausführungen gefolgt ist und investiert ist, dann hat man das Ganze ja eh mit Weitblick, also mit Sicht auf mehrere Quartale oder Jahre ausgesetzt, eben mit diesem Einstieg in die Elektromobilität. Die Aussichten sind unverändert gut. Das haben wir ja oft genug dargestellt, dass das Ganze ein bisschen Zeit braucht. Aber daher haben wir natürlich jetzt hier ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis bei 95 Euro als noch hier im Herbst, Frühjahr bei 130 Euro. Natürlich, wenn man da eingestiegen ist, ist man jetzt vielleicht langsam nervös, aber wie du sagst, fundamental sieht es ja gut aus. Tatsächlich hier Ruhe bewahren und dann gezielt diese schwachen Tage, diesen Peaks oder auch dieses Verkaufssignal nutzen, um günstige Positionen abstauben zu können. Klingt einfach, muss man natürlich dann zu Hause auch entsprechend umsetzen. Ist dann in Marktphasen wie diesen nicht unbedingt einfach. Schauen wir mal, ob wir über bessere Dinge berichten können, wenn wir auf Kartech blicken. Da müssen wir erst mal klären. Wir haben, glaube ich, noch nie über den Wert gesprochen. Was machen die? Das Unternehmen ist ja auch erst seit dem Sommer an der Börse notiert. Elektronikunternehmen macht ja als Zulieferer beispielsweise im Bereich der Ladetechnik oder Wallboxen, hat eine eigene Wallbox entwickelt für Porsche, liegt im Porsche Taycan, in jedem ausgelieferten Fahrzeug liegt so eine mobile Ladestation im Kofferraum. Ein sehr interessantes Geschäftsfeld, sehr wachstumsstarkes Geschäftsfeld. Das Ganze wird jetzt auch im laufenden Jahr weiter ausgebaut und sollte dann ab 2023 so richtig boomen mit der Elektronik, auch im Bereich Solar sehr gut unterwegs mit namhaften Partnern. Im Bereich der Solarspeicher wird die Elektronik hier verbaut. 535 bis 560 Millionen Umsatz für das abgelaufene Jahr. EBITDA 27 bis 33 Millionen war die Prognose, sollte erreicht werden. Im laufenden Jahr weiteres Wachstum erwartet. Der Vorstand verfolgt eine Buy-and-Build-Strategie. Also es gibt auch weitere Zukäufe, die hier in Aussicht sind, in Arbeit sind, in den nordischen Regionen, in Nordamerika. Alles in allem soll am Ende des Jahres anorganisch-organischem Wachstum von 30% zu Buche stehen. Also mittelfristig strebt man auf diesem Weg die steigende Profitabilität und die Umsatzmilliarde an. Also wie gesagt, aus unserer Sicht hier ein recht interessantes Unternehmen. Ist jetzt wieder die Frage, ob man in einer Marktphase wie diesem, wo Technologiewerte jetzt nicht so gefragt sind, aber man sieht, die Aktie hat schon einiges eingebüßt, scheint sich jetzt hier im Bereich 24, 25 Euro auch in stabilen Boden auszubilden. Und wenn man dann auf einen positiven Newsflow
von Seiten oder durch die möglichen Übernahmen oder weitere Aufträge spekuliert, kann man hier auf dem Niveau durchaus einen ersten Fuß in die Tür setzen. Und wir werden das Unternehmen vermutlich auch in den nächsten Wochen und Monaten dann das ein oder andere Mal mehr besprechen. Sei es dann bei 30 Euro oder auch im Zweifel, wenn es nach unten durchreicht. Im Moment, wie gesagt, sprechen die Fakten dafür, dass das ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Niveau darstellt. Schon mal auf Vacutech. Da sind wir auch auf Jahressicht ordentlich im Minus. Zuletzt waren es irgendwie um die 30%. Es ist ja nochmal, hat nochmal einen ordentlichen Dip gegeben zuletzt. Ja, bis hierhin haben wir ja schon oft thematisiert, war die ganze Sache noch okay. Jetzt im Rahmen der, ja, ich will des, sagen wir mal, des groß angelegten Verkaufs von Impfstoffaktien wird hier diese Impfstoff-Sonderkonjunktur ausgepreist. Das Problem ist, das Unternehmen wächst eben auch. Er hat natürlich extrem profitiert von dieser Konjunktur. Wir haben es oft gesprochen mit den Kühlboxen. Jetzt gibt es aber auch weitere Wachstumsfelder für die Dämmmaterialien im Automobilbereich, im Rohrleitungsbau, in der Luftfahrt etc. Und auch da erwartet der Vorstand jetzt schon zählbare Erfolge. Also das Wachstum wird weiter da sein. Das werden die nächsten Zahlen und auch der Ausblick zeigen. Ich glaube, wir haben hier mal einen 3-Jahres-Chart mitgebracht. Da kann man das Ganze noch mal etwas besser veranschaulichen. Man sieht es hier im Chart im Prinzip eigentlich ganz schön. Das hier, das war natürlich eine Übertreibung nach oben. Das waren die Anfänge, als der Markt auf diesen Titel aufmerksam geworden ist, auf diese Sonderkonjunktur mit der Temp-Chain-Logistik, mit den Kühlboxen. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier jetzt wieder die Übertreibung nach unten ist. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Wenn man jetzt hier die Mitte mal bei 30 Euro anlegt, haben wir jetzt auf dem aktuellen Niveau auch knapp eine 50% Chance. Problem hierbei ist, das wird nicht heute und morgen passieren, das wird in den nächsten Monaten passieren. Sollte es denn überhaupt so eintreten, aber die Chance, dass sich die Aktie jetzt hier in diesem Bereich irgendwo stabilisiert und wieder nach oben dreht, ist gegeben. Man muss immer aufpassen, wenn man sich die Impfstoffhersteller anschaut, die Kursverläufe, da ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Aber wie gesagt, das Unternehmen hat eben auch noch einiges anderes zu bieten. Analystenziele liegen weiterhin hier oben, rückt in einer Phase wie diese natürlich in den Hintergrund. Der Druck ist hoch, aber auch hier gilt dann halt wirklich diese extrem schwachen Tage zum Aufbau, zum Abstauben, Auf- und Ausbau, wir abstauben. Im Bereich um 20 Euro oder vielleicht auch ein Stück tiefer die Position mit ins Depot nehmen. Aber man muss halt da auch wieder berücksichtigen, dass das Ganze etwas Zeit braucht. Aber das habe ich jetzt hier über das Jahr auch schon immer wieder thematisiert. Am Ende, ja, wie gesagt, wenn sich das Fundamentale mit der Charttechnik und dem Marktumfeld alles wieder ein bisschen einspielt, dann sollte die Aktie doch wieder über der 20-Euro-Marke stehen. Wir schauen auf den Value-Wert, auf ein deutsches Traditionsunternehmen an dieser Stelle, Villeroy und Boch. Da sehen wir jetzt weniger Bewegung im Chart als bei den Werten zuvor. Seitwärtsbewegung seit Sommer mehr oder weniger. Ja, hier hätte man auch, was für einen Ausbruch. Hier habe ich jetzt auch, hätte man tatsächlich den Chart ein bisschen länger vorbereiten sollen, war mir jetzt auch nicht so bewusst, das sieht jetzt relativ langweilig aus. Klar, hier haben wir jetzt diese Seitwärtsbewegung, aber vorher haben wir eine recht dynamische Aufwärtsbewegung. Das Unternehmen Keramikhersteller mit dem Namen können wahrscheinlich alle Zuschauer etwas verbinden, hat dreimal im laufenden Jahr die Prognosen angeholt, kommt jetzt bei 920 Millionen und im operativen Ergebnis, glaube ich, von 85 Millionen als letzte Prognose raus. Wenn man jetzt sich vergleichbare Unternehmen anschaut, ist es aus meiner Sicht durchaus möglich, dass selbst diese Prognosen noch leicht getoppt werden könnten. Was natürlich richtig klasse ist, sind hier die fundamentalen Kennzahlen. Wir haben eine Dividendenrendite von 3%. Wir haben auf diesem Niveau nach dieser deutlichen Aufwärtsbewegung immer noch ein 12er KGV, ein KUV von 0,5. Also insgesamt recht interessante Bewertungskennzahlen und die sollten halt, haben Sie jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt in dieser Sendung, in diesem aktuellen Marktumfeld auch wieder neue Investoren anlocken. Und wenn das Unternehmen dann jetzt mit frischen Zahlen und im Ausblick rauskommt, der meine Theorie bestätigt, dann kommt möglicherweise die Charttechnik dazu, sprich der Sprung über die 24,80, das neue Kaufsignal. Und dann hätten wir das Feld bestellt für eine Trendfortsetzung Richtung 30 Euro. Hat man sich ja lang genug auskonsolidiert, dann kann dann doch bald mal der Ausbruch folgen. Einen letzten Wert haben wir für heute noch, Ernst Russ. Die Jahresendrallye ist bei vielen Werten im vergangenen Jahr ausgeblieben, nicht so hier, da ging es im Dezember nochmal ordentlich bergauf. Jetzt Konsolidierung, aber spricht auch viel hier für den Ausbruch, den baldigen? Konsolidierung, die viel zitierte Konsolidierung auf hohem Niveau. Das Thema ist halt, läuft bei mir auf dem Tisch unter Sondersituation. Ernst Russ als Reederei, wir haben es hier in der Sendung auch schon thematisiert,
profitiert natürlich von der Charterraten, von der Frachtratenentwicklung im letzten Jahr. Wir sind jetzt nach 9 Monaten, lagen wir ungefähr bei $14.000 am Tag, also schon 50% über dem Vorjahreswert. Und das dürfte sich jetzt im Schlussquartal mit Sicherheit nicht günstiger dargestellt haben. Und so wie es aussieht, auch in den kommenden Monaten nicht. Denn hier als Null-Covid-Strategie hat jetzt in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass selbst bei einem positiven Fall bei einem Hafenmitarbeiter ein ganzer Terminal geschlossen wurde. Das sorgt natürlich wieder für einen Stau bei der Abfertigung der Schiffe und das Ganze sollte die Frachtraten weiter befeuern, denn wie wir es den Medien jetzt entnommen haben, das Omikron-Thema ist jetzt auch in China angekommen, also könnte sich das Ganze hier tatsächlich auf die Frachtraten weiter stimulierend auswirken, sprich das Ganze könnte noch teurer werden, spielt Ernst Russ in die Karten, könnte weiter viel verdienen. Vorstand hat jetzt schon unter der Woche einen Schiffsverkauf gemeldet, gesagt, dass mittelfristig dieses hohe Niveau der Frachtraten weiter anhalten sollte. Also alles in allem, aus fundamentaler Sicht, wir haben es im Aktionär schon mal thematisiert, der nächste Kursziel, faire Bewertung im Bereich um 7,50 Euro. Klar, wir haben jetzt hier innerhalb kürzester Zeit diesen 50% Kurssprung gesehen, haben jetzt die Konsolidierung hier im Bereich um 6 Euro. Und wenn sich dieses Frachtratenthema dann tatsächlich auch entsprechend im Zahlenwerk bei Ernst Russ niederschlägt, dann dürfte diese Aktie ihre Aufwärtsbewegung vorstellen, weil gerade solche Sonderthemen jetzt in dem aktuellen Umfeld mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Investor auf dem Schirm erscheinen werden, der dann erkennt, dass hier fundamental noch ein bisschen Luft nach oben ist. Daher Ernst Russ, ein Spezialwert, den wir auch im Realdepot seit einer Weile führen und für relativ aussichtsreich, selbst auf diesem Niveau für relativ aussichtsreich erachten, insbesondere eben in dem aktuellen Marktumfeld. Wer weitere Infos möchte, kann natürlich das Real-Depot von dir abonnieren, www.real-depot.de, das wäre die Adresse. Michael, danke für heute, für deine Einschätzungen. Gerne. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und dann auf seid ihr hoffentlich Fall mit dabei. Bis dahin.